So, wir machen heute weiter mit dem World Masters. Da fangen wir heute mit an. Und da wollen wir auch natürlich hin und fangen an. Den Scubas. Gut, fangen wir damit heute an. Da habe ich ein bisschen mehr Bock drauf. Starten wir rein. Es ist ein Überlebensrennen. Aha, okay. So, starten wir ins mit Rennposition, das Rennen auf Position 1, das ist das große Ziel von uns, wir sind heute. Mal gucken. Ja, momentan kommen wir noch nicht so wirklich rein ins Match. Jetzt geht's. Jetzt kommen wir ein bisschen vorbei an den Jungs. Während ihr euch da schön vorne mal weg. Ja, ist das weg für euch, macht ja auch nichts. Mit Beginn der zweiten Runde gehen wir ran. Gehen wir in Führung hier. Und du könntest jetzt ein bisschen vom Rest des Feldes absetzen. Ja, es ist jetzt gerade ein bisschen unspannend, ein bisschen unspektakulär. In erster Linie heißt es nicht, hau raus, was geht, sondern fahr auf Position 1. Und das ist halt das, was wir irgendwo nicht wollen. Könnte es ein bisschen absetzen, aktueller Vorsprung 2,5 Sekunden. Da lag schon jemand. Ich laufe jetzt gerade so ein bisschen auf das Feld auf, 24 Positionen links, ja. Ein bisschen langsam kommen wir wieder ans Ende des Feldes dran. Aktueller Vorsprung C4,5. Und 7 sind wir gleich. Ja, jetzt. Ja, tut mir leid, dass es jetzt gerade äußerst unspektakulär ist, dieses Rennen. Ist halt leider manchmal so. Halte mich jetzt gerade auch komplett aus. Sie fahren alle schön außen in einer Kette. Da quetscht keiner gerade irgendwie weg. Und ich quetsche natürlich jetzt auch nicht unnötigerweise jemand weg. Wenn es sich zu vermeiden ist, weil ich will natürlich mein Rennen auch gewinnen. Und wir haben nur noch ein paar Runden.
Leichte Berührung, Crashman. Aber auch der hält sich gerade ziemlich wacker zurück. Runde 11, vorletzte Runde. Hier in diesem... Ja. Linienbus. Diesen Bus. Scoobus Race. Es auch darum geht, wieder in Führung zu bleiben. Du kleiner Sackjunge. Da wolltest du jetzt schön mich nochmal wegkauen, nochmal mit nochmal ins Rennen fahren. Einer muss dann doch nochmal ein bisschen aus der Reihe tanzen. Aber an dem sind wir dann doch relativ souverän vorbei und wir sind durch. Gewinnen dieses Rennen hier. Und es reicht sogar, um tatsächlich. Sogar mit der schnellsten Runde reicht es. So. So, was haben wir denn heute noch? Ich meine, jetzt haben wir das Skullbusting. Das können wir noch nicht fahren. Hier ist noch ein Turnier mit drin. Oh, da haben wir ein langes Turnier noch. Das würde ich aber nicht jetzt, würde ich erst nächste Woche rein anfangen wollen. Dann fahren wir das Ding hier heute. Obwohl, ich mache hier mal einen Split kurz.